Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 13-2. Wir sind das letzte Mal weitergereist, nachdem wir die erste Erinnerung erneut gespielt haben. Suchscheinwerfer. Der in den hohen Gefilden von Yashas beheimatete Behemoth scheut grelles Licht. Denn durch die vom Paradox verursachte Sonnenfinsternis haben sich seine Augen an die starre Dunkelheit gewöhnt. Trifft man in diesen unwirtlichen Regionen auf einen Behemoth, kann man im Lichtkegel der Scheinwerfer Zuflucht finden. Sobald die Gefahr gebannt ist, verschwindet der Mogronometer wieder. Versuche, das Licht der Scheinwerfer geschickt auszunutzen, um Kämpfe mit dem mächtigen Behemoth zu vermeiden. I recommend walking along the path of the searchlight. Most monsters hate light and will do anything to avoid it. Okay, also sagt sie mir dasselbe, was mir das Tutorial auch gerade gesagt hat. Nice! Komm, Weiße, gib ihm! Ich habe ja gerade erst gespeichert. So. Darauf mal ein bisschen. Gegenstände, Phönixfeder, Noel. Gegenstände Phönixfeder Noel. Okay, Noel geht mir gerade die ganze Zeit drauf. Und mich selbst. So, und jetzt steh auf, Noel, du Lusche. Okay, Verteidigung hoch. Verteidigung hoch ist sehr gut. Und mich selber heilen. Mal eben Blitzschlag. So, starke Allianz. Und Phoenix wieder. Scheiße, Sarah ist tot. Okay, Giftstoffinjektion. Heiler-Augmente-Brecher. Easy. Hat mich zwar, glaube ich, 5 oder 6 Phönixfedern gekostet. Aber es lief ganz gut. Da vorne ist eine Kiste. Und da oben ist gesperrt. Also ich versuche es jetzt nicht zu provozieren, dass ich mit Monstern in Konflikt komme hier. Ich glaube, nochmal ein Behemoth. Irgendwann geben die Phönixfedern aus, ne?
Nochmal ein BR-Mod packe ich, glaube ich, so schnell nicht. Shit. So, kurz im Licht stehen bleiben. Und Kiste öffnen. Uhu. 960 Gil. Ah, da vorne ist Schokolina. Huiuiuiuiui. Ah! Zu langsam. Okay, heiler Augmenterbrecher. Blitzschlag. Gegenstände, Phönixfeder. Heilen auf mich selbst. So, Sekundärkanone. Tadam. So, Heiler, Augmenter, Brecher. Und Enter. Phönixfeder. Heiler, Augmenter, Brecher. Zera ist schon wieder tot. Und Zera ist gleich schon wieder tot. Mann, was mich das an Phönixfedern kostet. So, Blitzschlag. Kristarium. Sarah. Nicht genügend KP. Vidra ist da oben. Scheiße. Schnell zu ihr rüber. Shift. So passionate about their work. They're working just as hard as ever, even in the dark. Speaking of passionate, I'm the most passionate person I know when it comes to making a living. And on that note, please peruse my passionately promising pick of pieces. Kaufen.
Monsterkomponenten. Okay. Wo muss ich hin? Da hoch. Ich rede erstmal mit dir. Okay. Ein Kontraartefakt Narben erhalten. Nope. Noel, Beifuß! Mach mal so. Gisa-Kraut. Ja, mit dem Chocobo wäre das wahrscheinlich viel einfacher hier durchzulaufen. Sondern einem dann keine Monster begegnen sollen. 540 Gil. Wuhu. Und da vorne steht jemand. Das ist ein Behemoth. Ui, nö, es sind andere Viecher. The fuck? Och nee, es sind so eine Viecher, die heißen schon um 13 gehasst. Okay, ich heile mich mal eben. So, bam, 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 bam. So, Sturmkommando. Der nimmt genug Schaden. Jetzt muss ich nur noch drauf prügeln. Wait, in welche Richtung muss ich? Da hoch. Ah, mit ihr wollte ich aber noch reden. So war's. Genau. Diese Area ist geschlossen, weil es den powerful Paradox-Effekt gibt. Wir wissen noch nicht viel, aber wir wissen, dass es gefährlich ist. Some are worried that the Academy will take its advanced ideas too far. I thought I was going to be assigned to a research lab. Ich bin gerade ein bisschen still, weil ich gerade auch ein bisschen gestresst bin. Hallo, lange nicht gesehen. Kann ich ja eigentlich nicht auch irgendwas verkaufen? Resistenz gegen Gift. Hm. Nee, es ist eigentlich alles cool, was ich habe. Are we not allowed to go inside? I'm very sorry. Only persons on official Academy business are permitted beyond this point. Oh. Ach. Ist das derselbe oder ist das ein anderer? Aloha Dai.
Dabei, dabei. Ah, da macht uns Blutschaden. So starke Allianz, dass sie Noel nochmal kurz durchheilen kann. Und dann Sturmkommando. Oh oh. Ui, das war knapp. So, dann mal wieder ein bisschen heilen. Und Blitzschlag. Starke Allianz, das hier wollte ich. Sturmkommando. Ich find's gut, dass der... Blutschaden nicht so stark ist, dass er einem nicht so viel Leben abzieht. Kampfmusik ist halt auch echt cool, ne? Das geht noch, das geht noch. Ich krieg ihn gleich wieder geschockt. Sturmkommando. So, und zack. Das endet jetzt.
Was, keine Punkte bekommen? Also keine Erfahrungspunkte? Ah, wahrscheinlich. Hope! Der ist erwachsen geworden. When monsters like these are cornered, they cause a space-time vortex to appear. An electromagnetic shock usually shuts them down. It's been a while, Sarah. Is that you? I'm grateful you remember me. Who's this? Director of Academy Research, Team Alpha. Hope Estime at your service. And you, you must be Noel. Nice guess. Who told you? You appeared here with Sarah some years ago at the Brescia ruins. Subsequently, we analyzed the gate and forecast your reappearance at this location. To be honest, I didn't really believe that time travel was possible. But here you are. I'm really glad you're safe. For me, it's as if time has stopped. Everyone I knew is gone. From your point of view, it's been years since you last saw Sarah. Not just Sarah, Snow as well. And Saz and his boy. You all disappeared from my life. It's been 10 years now. I never thought... When the paradox occurred some years ago, I thought if I could solve it, maybe you would all come back. Director, help! There you are! What were you thinking? Taking off and leaving me all on my own. It was a shock seeing Hope grown older than me. But he was still the same Hope I knew. Lightning, Hope listened to my story without saying a word. I told him about how I'm the only one who remembers your smile on the plane of Grand Pulse. I told him about how Snow set out to try and save you and Vanille and Fang. And I told him about Noel. Noel from the future. There's something I want to show you both. We can continue our conversation as we walk. I'll show the way. Shall we? Ich dachte, Alyssa ist seine Mutter, die durch den Paradox in die Vergangenheit zurückgekehrt ist. Weil Alyssa ja auch ihren Namen gesehen hat. Oh shit. Einen Moment. Oh. Wir hören uns die ganze Geschichte beim nächsten Mal erst an, denn ich sehe gerade, dass wir schon wieder am Ende mit unserer Zeit sind. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.